Freunde der erfolgreichen Kartentricks, da sind wir wieder zurück bei Hearthstone. Es ist also wieder Wochenende und wie versprochen habe ich diesmal eine Arena-Runde gestartet, beziehungsweise wir starten die gemeinsam, zahlen kurz die 150 und dann geht's los. Und nun müssen wir uns überlegen, welche Klasse wir nehmen. Da wir mit dem Priester letztes Mal so erfolgreich waren, würde ich fast sagen, probieren wir das nochmal. Oder wir nehmen den Druiden. Gut, wir haben letztes Mal Priester und dann nehmen wir diesmal mal den Priester. Komm, ich weiß, vielleicht wird es dem einen oder anderen von euch missfallen, aber komm. Das hat so gut geklappt letztes Mal, da möchte ich das auf jeden Fall nochmal machen. Hier einen fand ich, nee, das ist nicht so cool. Das ist schon mal sehr gut. So ein Spot, ein Einser ist nicht schlecht. Gottesschild. Nee, nehmen wir den. Die hat mir immer sehr viel Glück gebracht. Und die anderen beiden, ach, die Müffeln. Die kenne ich gar nicht. Lichtbrut. Immer seinem Leben. Okay. Nehmen wir doch mal. Das scheint interessant zu sein. Das ist jetzt echt nicht so cool. Wir nehmen mal. Nehmen wir mal die hier. Ansturm ist nicht schlecht. Gottesschild ist auch nicht schlecht. Was kosten ja alles? So 3-3. Das ist eigentlich gehopst wie gesprungen. Beide. Na, komm, nehmen wir mal die. Heilige Nova möchte ich auf jeden Fall einen haben. Wobei die ist noch wichtiger. Da nehmen wir erstmal die. Die ist auch auf jeden Fall einmal gut. Die, mit der kann man richtig gut eine Taktik ausarbeiten. Darum nehmen wir die auch mal. Oh. Die war auch schon nicht schlecht einmal. Die wieder nun Schaden. Fügt sich selbst 4 Schaden zu. Aber dafür 4 und 7. Und das macht uns eigentlich ja nichts aus. Da würde ich fast sagen, nehmen wir einmal die hier. Verursacht 2 Schaden. Heilige Pein. Oder natürlich den Spot. Wir haben schon recht viele Einser. Da nehmen wir mal den Spot. Nee, das auf jeden Fall. Ja, dann nehmen wir mal den Spot. Der gefällt mir recht gut. Die ist auch immer sehr, sehr gut gewesen. Dann nehmen wir die mal. Die haben wir schon einmal. Die ist jetzt... wir müssen Einser nochmal nehmen. Die haben wir schon einmal. Aber komm, ein zweites Mal kann sie nicht schaden. Jetzt müssen wir mal ein paar höherkarätige haben. Zauberschaden haben wir eigentlich nicht. Also, Todesröcheln. 2. Okay, dann nehmen wir mal die hier, ne? Ein Spot. Ziehe eine Karte. Dann nehmen wir den Spot. Verleiht einem Diener +2 für diesen Zug. Finde ich jetzt nicht so. Den Erzmagier, der bringt uns aber nichts. Und der hat... Ja komm, dann nehmen wir doch den hier. Das haben wir noch nicht, oder? Doch, Gedankenkontrolle haben wir schon einmal. Stellt bei allen Dienern 4 Leben wieder her. Ja, das nehmen wir auf jeden Fall einmal. Die kenne ich auch noch nicht. Oh, das scheint eine besondere Alamobot. Die ist natürlich richtig, richtig gut. Aber auch nur, wenn man die Möglichkeit hat, die in Ruhe ausklingen zu lassen. Bringt eure anderen Diener zum Schweigen. Und Fähigkeiten, die Leben wiederherstellen, verursachen stattdessen nun Schaden. Komm, dann nehmen wir echt mal den Alamobot. Wir müssen jetzt noch mal ein paar Drachen. Ja, nehmen wir die hier. Erntegolem. Ja, der Erntegolem, der ist auch gar nicht so schlecht. Aber wir müssen noch mal hier irgendwie hier in dem Bereich wieder mehr kriegen. Bringt einen Diener zum Schweigen. Ja. Das ist jetzt aber... Friert einen Charakter ein. Nehmen wir die doch mal. Heilige Nova haben wir noch nicht, oder? Dann nehmen wir eine Heilige Nova. Vernichtet einen Diener mit maximal einem Angriff. Ich würde sagen, nehmen wir den hier. Wobei wir in dem Bereich jetzt wirklich viel haben. Dann nehmen wir nämlich dann noch einmal den hier. Ein Kriegsgolem kann man auch nicht verachten. Gottesschild, Kampfschrei. Nehmen wir die hier. Heilige Nova haben wir schon eine. Das haben wir schon zweimal.
Drache, ja, da kommt es drauf an, wen man als Gegner hat. Die kann gar nicht mal so schlecht sein, aber wir haben schon richtig viele Zweier. Aber eine heilige Nova, eine zweite. Ja, man weiß ja nie, wie oft man die bekommt. Oh, sehr schön. Lehrensucher Cho. Wenn ein Spieler einen Zauber wirkt, erhält der andere Spieler eine Kopie desselben auf seiner Hand. Okay. Die Töserichen eurer Diener werden zweimal ausgelöst, finde ich jetzt auch nicht. Finde ich einen feindlichen Diener mit Spot. Ah, die sind jetzt aber alle nicht so gut. Ich würde sagen, am besten ist noch er hier. Dann nehmen wir ihn doch mal. Also ich muss sagen, das Deck ist alles andere als gut. Wir haben viel zu viele niedrigpreisige Karten. Und damit haben wir natürlich das Problem. Jetzt kann man dann sagen, okay, dann kann man, wie man es hier schon sieht, kann man natürlich recht viel und schnell spielen. Ja, aber das Problem ist ja, wir müssen diese Karten auch bekommen. Und wenn wir die nicht bekommen, dann steht's recht schlecht um uns. Aber mal schauen, vielleicht kriegen wir einen Gegner, wo wir eine gute Strategie ausarbeiten können. Oder einfach das Glück bekommen, dass wir die Karten bekommen, die uns helfen. Denn wir wollen natürlich möglichst oft gewinnen, damit der Schlüssel effektiv eingetauscht werden kann. Dann schützt du mal die Wildnis, wobei wir sie auch nicht bedroht haben. Die können wir auf jeden Fall behalten. Die behalten wir auf jeden Fall. Den würde ich sagen, können wir ja später gebrauchen und dann behalten wir nochmal den Spot, weil den können wir in Runde 3 schon, beziehungsweise Runde 2 schon. Oh. Sehr schön. Die beiden eigentlich kombiniert, wäre eine richtig gute Kombo. Aber ich würde tatsächlich sagen, wir fangen mit ihr an. Ich weiß, wenn er sie jetzt sofort fertig macht, dann ist unsere ganze Strategie, die ich mir gerade instant ausgedacht habe. Ach, wir haben gar nicht gegrüßt. Wäre die komplett für den Arsch. Aber gut. Aber noch ist nichts verloren. Wir haben jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder holen wir uns einen Spot. Mhm. Oder wir verleihen ihr plus 2 Leben. Damit hätten wir aber keinen Angriff. Ich würde fast sagen, wir holen uns einen Spot. Aber der wäre natürlich dann auch weg. Mhm. Ja, hilft alle nix. Dann gehen wir nämlich einmal in sein Gesicht und dann kann er theoretisch unseren Spot fertig machen. Aber ich hoffe doch mal, dass er das nicht machen möchte. Und dann können wir uns nächste Runde die Karte rufen, vielleicht noch eine andere. Oder die hier und dann weißt du schon Bescheid. Und dann möchte ich auf jeden Fall mal die Lichtbrunst rufen. Weil das ist natürlich sehr interessant. Theoretisch könnte man sogar die beiden kombinieren, weil dann hätte die natürlich 7 Angriff. Okay, aber wir müssen uns natürlich auch um ihn hier kümmern. Aber er greift nicht an. Da bin ich jetzt mal gespannt. Wir könnten natürlich... Moment mal. Ja, das ist gar nicht mal so schlecht. Wir haben jetzt auch die Karte, aber das ist gerade eigentlich irrelevant. Oh, Mist, das können wir gar nicht mehr anwenden. Aber gut, dann kann er halt nur... Trotzdem ist das, glaube ich, unsere beste Taktik. Wir müssen den Sonnenbrunnen läutern. So, jetzt könnten wir, genau, die kaputt machen oder die. Das ist eigentlich vollkommen egal. Ich mach mal den mit mehr Leben kaputt. So. Jetzt würde ich die natürlich unheimlich gerne heilen auf 3 hoch. Aber das kann ich jetzt leider nicht mehr, weil ich keine Punkte mehr habe. Aber gut. Gut. Ja, gut ist das eigentlich nicht. Weil in der nächsten Runde ist nämlich auch die Karte ungeschützt. Das heißt, wenn er angreift. Wovon ich eigentlich mal ausgehe. Ich glaube, für ihn läuft es gerade gar nicht so gut. Also, was machen wir, wenn die Karte überlebt? Klar, heilen und die ausspielen mit der... Ja, wir können gar nicht alles zusammen. Ich würde sagen, dann spielen wir nur die aus und gehen mit allem anderen in sein Gesicht. In your face, bitch! Gigi Mama. Heißt ja auch Gigi Mama, ja? Der geht danach nach Mama und heult erstmal eine Runde. Ich will aber nicht zu viel lässt. Oh, wir haben gar nicht das Tor der Unbezwingbaren zugemacht. Nee. Was war das? Wow. Was war das? Also die Taktik von ihm war gut, aber davon lassen wir uns natürlich nicht beirren. Denn wir haben jetzt hier schön
die Karte hier. Ja, da lassen wir das doch mal erstmal so stehen und schauen, was er dagegen macht. In der nächsten Runde natürlich auf jeden Fall das hier. Und dann die Karte hier. Ich meine, vielleicht auch die beiden kombiniert und noch eine Karte und keine Ahnung, was wir alles machen. Vielleicht die hier noch. Mal schauen, was wir ziehen. Aber dass wir jetzt unsere super Karten verloren haben, unsere ganze Taktik. Ich meine, ich habe mir da so viel Mühe gegeben, dass wir da eine coole Taktik haben. Und dann macht er die einfach innerhalb von Sekunden kaputt. Schändlich, diese Geschichte. Schändlich. Komm, mach was. Wir haben nicht ewig Zeit. Ich habe zum Glück den Kessel der Unbezwingbaren zugemacht. Und bei mir lasse ich ein paar Spinnen oder Fledermäuse raus. Es kommen keine mehr. Doch, da. Und da geht er mit ins Gesicht. Habe ich so erwartet. Kein Problem. Das können wir leider erst später einsetzen. Da ist jetzt die Frage, was machen wir alles Schönes? Was werden wir Schönes machen? Natürlich machen wir erstmal das hier. Klare Sache. Und damit haben wir 7-7. Übernehmt die Kontrolle. Nehmt. Wir könnten theoretisch das hier machen. Windzorn. Also. Machen wir den erstmal kaputt. So, jetzt müssen wir natürlich hier, wenn wir zwei wiederherstellen, reicht das eigentlich erstmal. Und dann könnten wir nämlich noch ihn rufen. Und dann sind wir soweit erstmal fertig. Also ich hoffe natürlich, dass er die hier kaputt macht. Das wäre schon schwierig, die kaputt zu machen. Und sofern er kein Taunt ruft, werden wir damit natürlich in der nächsten Runde auch in sein Gesicht gehen. Und das Schöne ist, wir können dabei sogar noch einen regenerieren, dann können wir mit 7 in sein Gesicht gehen. Vielleicht kriegen wir ihn sogar noch ein bisschen stärker, wer weiß, was wir gleich alles so ziehen. Und in der nächsten Runde könnten wir natürlich dann das hier spielen. Oder das hier, da hätten wir zwei zusätzliche Karten. Oder mal schauen, was wir so bekommen. Er braucht ja auch mal recht lange zu überlegen. Okay, er ruft sich auch noch eine zusätzliche Karte. Und holt sich noch eine Karte, also er spielt jetzt gerade auf Masse. In der Hoffnung, dass wir da nicht gegensetzen können. Aber mal schauen, mal schauen, mal schauen, mal schauen. Sehr schön, sehr schön. Allen einmal zwei Schaden zufügen. Damit könnten wir einen recht großen und breiten Angriff machen. Wenn mir das nicht gefällt, was gefällt mir denn dann? Ja, es würden zwei überbleiben. Davon könnte ich eine angreifen. Damit kann ich leider nicht angreifen. Der muss ich irgendwie Angriff verleihen. Also ich könnte jetzt entweder Monster... Also die wollen natürlich den hier fertig machen. Das ist ganz klar. Darum werde ich auf jeden Fall jetzt mal das hier spielen. Und dann ist die Frage, okay. 4 Angriff. Das ist... öde. Und wenn die stirbt, kriege ich ja noch einen mehr. Das heißt, ich muss die hier kaputt machen. Das hilft nichts. Und muss sogar noch die hier machen. Und damit sieht das aber gar nicht so schlecht aus. Weil jetzt hat er immer noch einen 7-7er Gegner. Und in der nächsten Runde kann ich dann... Oh, die hätte ich aber erst fertig machen müssen. Die hätte ich erst fertig machen müssen. Da habe ich mir die Fakte nicht angeguckt. Ich weiß, ich werde es in den Kommentaren lesen. Hey, du musst dir erstmal die Fakte anschauen. Das ist voll scheiße, wie du das so machst. Mensch, das kann ja wohl nicht wahr sein. So, jetzt holt er sich eine Karte. Würde ich übrigens genauso machen. Okay. Da ist jetzt natürlich die Frage, was ziehen wir Schönes? Wir brauchen endlich mal wieder eine gute Karte. Ne. Das gefällt mir doch gar nicht. Ja. Wir könnten noch mal eine heilige Nova machen und dann damit da drauf und dann... Bleibt mir was anderes übrig? Ich glaube nicht. Wobei wir natürlich sagen können, wir machen das anders. Wir machen natürlich die heilige Nova. Und haben nämlich hier wieder 7-7.
gespielt. Und dann gehen wir damit natürlich erstmal in sein Gesicht und sagen Dankeschön. Und wir haben noch 2 Punkte. Und die machen wir auf uns selbst. Und damit sind wir dann erstmal wieder fertig. Er hat nur noch 15 Leben. Also wenn wir das nicht hinbekommen, weiß ich auch nicht. Und wir haben noch 3 Runden bis zur Gedankenkontrolle. Damit könnten wir dann irgendeine Karte unserer Wahl übernehmen. Zum Beispiel die hier oder... Naja, mal schauen. Wir müssen endlich dem mal hier Angriff verleihen. Also er will jetzt in unser Gesicht rushen. Würde ich wahrscheinlich genauso machen. Um dann in der nächsten Runde die hier wahrscheinlich platt zu machen. So, da ist jetzt eine gute Frage, was werden wir machen? Was machen wir für Sachen? Wir könnten die hier spielen und dann hätten wir nicht mehr so viele Möglichkeiten. Wenn wir ihn angreifen, müssten wir hier erstmal wieder ordentlich regenerieren und er könnte sie in der nächsten Runde immer noch fertig machen. Dann würde ich sagen, machen wir das gar nicht und rufen uns hier schön 2-mal ganz oft Diener. Zwar nämlich einmal die hier und einmal den hier. Und gehen damit schön. Machen wir nichts, würde ich sagen. Machen wir nichts. Ja, machen wir tatsächlich nichts. Jetzt kann er natürlich hier unsere Karte fertig machen, aber wir haben dann enorm viel Potenzial auf der Hand. Damit würden wir in der nächsten Runde natürlich ihn hier erstmal ordentlich in den Kessel stecken. Oder er geht direkt auf unser Gesicht und tanzt drin rum. Aber auch da können wir natürlich in der nächsten Runde für sorgen, dass das nicht nochmal passiert, weil wir natürlich jetzt schön viele Karten haben. Das weiß er aber sicherlich auch. Und auf jeden Fall werden wir in der nächsten Runde, wenn wir nicht was anderes bekommen, Kriegsgolem rufen. Warum er die jetzt kaputt machen will, ist mir unbegreiflich. Damit würde er uns eine super Karte rufen. Das ist ja auch unser Joker, wenn er irgendeine All-Over-the-World-Attacke macht, dass wir auf jeden Fall danach was auf Hand haben. Und warum er jetzt sowas angreifen will, ist mir auch unbegreiflich. Was hat er vor? Es gibt 2 Möglichkeiten. Er geht mit 9 in unser Gesicht oder er macht die kaputt. Die 2 Möglichkeiten gibt's. Und jetzt wird er hektisch. Und er ist immer noch überlegen. Er hat keine einzige Karte gespielt. Warum macht er sowas? Warum macht er solche Sachen? Warum? Warum macht er solche Sachen? WTF? Oh, er hat im letzten Moment nochmal schnell eine Karte gezogen. Also, das war jetzt aber alles andere als gut durchdacht, würde ich sagen. Denn wir müssen jetzt die Karte kaputt machen. Und das werden wir auch. Ja, ich würde sagen, das passt doch wie A auf Eimer. Wir machen die kaputt. Setzen die. Regenerieren die ein bisschen. Damit die auch schön kaputt geht, wenn er damit angreift. Und dann schauen wir mal, was er so Schönes für Sache macht. In der nächsten Runde kann er die Karte seiner Karten spielen, weil dann können wir sie übernehmen. Das wäre voll in unserem Sinn. Zum Beispiel die. Ein Traum, ein Traum. Und dann bin ich mal echt gespannt, ob er uns jetzt angreift mit dem 5-5er. Er hat da irgendwas mit vor. Okay, man macht 3 Schaden. Kein Problem. Oh. Aber wir machen wir jetzt schon solche Sachen oder machen wir erstmal andere Sachen? Nee, wir müssen die übernehmen. Vielen Dank, sage ich erstmal. Und dann gehen wir mit 7 in sein Gesicht. Und dann haben wir eigentlich schon fast gewonnen. Also er müsste sich jetzt eine dieser Karten zurückholen oder auf jeden Fall vernichten, damit er überhaupt noch eine Chance hat zu gewinnen. Aber mal schauen, ich bin ja gespannt, wie immer. Ansonsten spielen wir gleich erstmal noch unseren schönen Cho. Lehrensucher Cho. Habe ich noch nie gespielt. Ich bin echt gespannt, was man da so mit machen kann. Was man für tolle Sachen mit dieser Karte machen kann. Ich habe noch nicht. Also, ich wünsche mir hier noch irgendwie einen coolen Effekt, außer dieses Blubbern. Und hier auch. Ich möchte, dass dieser Kristall wegfliegt. Ah! Wenn man lang genug draufknüppelt, geht er irgendwann kaputt. Sehr schön. Hm. Okay, friert dein Charakter ein. Aber das bringt ihm ja nichts. Es ist immer noch ein Spot, oder?
Oder wie war das nochmal bei Einfrieren? Ich meine, selbst wenn er jetzt in unser Gesicht rusht, das bringt ihm nichts. Wow, wir können nur mit 7 angreifen. Ho, 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 ho. Damit ist er doch glatt nochmal eine Runde davon gekommen. Ja, meinetwegen. Vielleicht auch nicht. Ha! Schätzelein. In your face, bitch! Das freut mich. Unheimlich gut von mir gewesen. Ich lob mich mal selbst. Und da haben wir die erste Runde gewonnen. Das ist auch eine super Sache. Und das hat jetzt auch tatsächlich 20 Minuten gebraucht. Hammer! Aber ich hoffe, es hat euch so viel Spaß gemacht wie mir. Wenn ja, wie immer, schreibt doch gerne einen Kommentar. Und ansonsten sehen wir uns in der nächsten Woche wieder. Ciao, ciao!